Hey Leute, heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen leckeren Smoothie hinbekommt. Und ich habe da schon etwas vorbereitet. Ich sollte Kochshows machen. Es ist ein Himbeer-Heidelbeer-Erdbeer-Mango-Smoothie. Sehr gesund. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, aber. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr den hinbekommt. Also einen roten Smoothie. Und wenn euch das interessiert, dann würde ich sagen, bleibt doch einfach mal dran. Und wenn nicht, habe ich umsonst die Küche dreckig gemacht. Als erstes fange ich natürlich damit an, die Zutaten aus dem Kühlschrank zu holen. Man achte nicht auf die ganzen anderen ungesunden Sachen, die im Kühlschrank auch enthalten sind. Aber für den Smoothie brauche ich natürlich erstmal frische Zutaten. Ich brauche einmal Himbeeren, Erdbeeren, ein bisschen Orangensaft und ein bisschen Zitronensäure. Und dann ist, wie auch schon erwähnt, auch ein bisschen Mango drin. Und lasst uns so erstmal die ganzen Zutaten, die gleich in den Smoothie reinkommen. Hier seht ihr die ganzen Zutaten auch nochmal aufgelistet. Ich hatte nämlich die Heidelbeeren vergessen. Ups! Von den Mengen her habe ich von den Früchten immer so eine Handvoll genommen und eben von dem O-Saft so einen kleinen Schluck. Es kommt immer darauf an, wie süß ihr den haben wollt. Das müsst ihr noch so ein bisschen nach eurem Geschmack machen. Und von dem Zitronensaft habe ich ungefähr so einen Teelöffel genommen. Und von der Mango nur eine halbe. Danach fange ich an, die ganzen Früchte abzuwaschen. Ich starte mit den Himbeeren und suche mir erstmal da die schönsten raus, wasche sie ab und mache danach mit den Erdbeeren weiter. Als nächstes tue ich die frisch gewaschenen Früchte dann in einen Kleenex und tupfe sie ganz vorsichtig ab, nicht dass ich sie zerquetsche mit den Fingern, ein bisschen aufpassen und lasse sie da einfach ein paar Minuten in den Kleenex, damit die so ein bisschen antrocknen können und fange in der Zwischenzeit an, die Mango zu schneiden, die dann auch nachher noch in den Smoothie reinkommt. Wenn ich mit dem Schneiden der Mango fertig bin, entferne ich nur noch die Blätter von den Erdbeeren, denn die sollen später ja nicht mit in den Smoothie kommen. Dann wird es auch schon Zeit, den Mixer rauszusuchen und die Früchte reinzutun. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie ich mehr Früchte in den Mixer tue, weil sie sind jetzt alle schon drin. Ich habe leider nicht bemerkt, dass ich gar nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. Deswegen habe ich jetzt nur noch ein paar Früchte gehabt, die ich in den Mixer tun konnte. Aber okay, aber ich glaube, es ergibt sich, dass ich einfach nur die Früchte in den Mixer getan habe und nichts anderes. Ich habe die Früchte ungefähr so eine Minute durchberührt. Wenn ihr es ein bisschen dünner haben wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen mehr O-Saft dazu tun oder einfach noch ein paar Minuten länger pürieren, aber so eine Minute reicht eigentlich. Und dann fülle ich einfach den fertigen Smoothie in eine schöne Glas, Karaffe oder in irgendeine Flasche, die ihr da habt, damit er einfach später noch ein bisschen gekühlt werden kann und ihr noch ein bisschen Rest für später habt. Da ich natürlich gucken wollte, ob er auch schmeckt, habe ich mir so ein kleines Glas abgefüllt und das war es eigentlich auch schon. Ich werde ewig leben. Man muss mal merken, ein bisschen die Kerne. Aber die hätte man, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Lust gehabt hätte, hätte man auch noch mit so einem Sieb das durch so ein Sieb schippen können. War ich aber ein bisschen faul für. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder mir einen Kommentar oder ein Abo dalassen. Und wenn ihr öfters mal so lebensmitteltechnische Videos sehen wollt. Wo ist er denn jetzt hin, der Smoothie? Wir haben ihn schon im Kühlschrank gestellt. Dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare oder wenn ihr mal vielleicht ein Kochvideo sehen wollt, wo ich nicht so gut kochen kann. Wahrscheinlich wird es eher ein Comedy-Video. Aber falls ihr mehr solcher Videos mal sehen wollt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!